Ja, ist erstmal richtig, haben Sie richtig erfasst. Herr Mutter ist seit dem 01.07.2020 bei uns, bei der Salesforce, als Geschäftsführer tätig. Wir haben Herrn Mutter, ja, wir haben ihn jetzt schon kennengelernt im Juni, sind da schon in Gesprächen gewesen im Juni, dann ist er im Juni Geschäftsführer geworden. Herr Mutter hat in der Vergangenheit sehr viele Vertriebs- und Marketingsprojekte geleitet auf C-Level-Ebene. Er hat viele Kunden, namhafte Kunden in der Vergangenheit beraten, eben immer auf C-Level-Ebene, hat mit seinen noch recht jungen 28 Jahren noch einen ganz guten Track-Record schon erzeugt und hat einen guten Namen am Markt. Und ja, aber er hilft uns jetzt gerade aktuell sehr stark, Salesforce möglichst gut neu zu positionieren, die Positionierung etwas zu verändern, andere Wege einzuschlagen, den kompletten Lead-Verfolgungsprozess haben wir optimiert gemeinsam mit ihm und sie haben auch schon sehr, sehr gute Rückmeldungen von unseren Kunden. Es trudeln viele, viele Anfragen aktuell rein für Salesforce und deswegen sind wir sehr optimistisch, dass wir da uns einen wesentlichen Schritt verbessern werden, was Salesforce angeht mit Herrn Mutter. Ja, erstmal, ich glaube, Covid-19 hat uns alle ziemlich hart getroffen, sowohl privat als auch beruflich. Und auch wir in der M-Weiß haben natürlich harte Zeiten hinter uns. Wir haben gerade zum Anfang, zum Beginn der Covid-19-Pandemie, haben wir uns natürlich auch sehr stark überlegt, was hat es für Auswirkungen, welche Geschäftsbereiche können es betreffen, bis hin zu die Frage, wie organisieren wir uns in der Firma. Vielleicht mal um die letzte Frage zuerst beantworten, wie organisieren wir uns in der Firma, war für uns recht einfach zu lösen, einfach deswegen, weil unsere Berater sehr stark gewohnt sind, remote zu arbeiten. Wir arbeiten für viele Kunden, gerade hier im Bereich in der Telekommunikation, in der Finanzbranche, remote. Und genau die genannten Branchen waren auch die Vorteile für uns, weil das Branchen sind, die, sage ich mal, weniger unter der Krise leiden mussten, beziehungsweise zum Teil auch profitieren konnten davon. Unser Vorteil war auch, dass wir, oder ist auch, dass wir langjährige Kundenbeziehungen haben, sehr stabile Kundenbeziehungen haben, die jetzt auch in diesem Kontext genauso weitergeführt werden konnten wie vorher. Das hat dazu geführt, dass wir umsatzmäßig keine direkten Auswirkungen hatten. Wir haben ein paar kleine Auswirkungen. Wir haben natürlich auch Kunden aus anderen Branchen, ein paar aus der Automotive-Branche oder der Retail-Branche. Da haben wir kleinere Auswirkungen, das heißt Verzögerungen von Projekten, von Investitionsentscheidungen, aber in Summe nicht so signifikant, dass es auf die gesamte Handel dann Auswirkungen hatte. Im Gegenteil, wir konnten es nutzen und wir hatten ein sehr starkes erstes Quartal und immer noch ein zweites starkes Quartal, sodass wir in Summe sogar jetzt das stärkste erste Halbjahr der Firma ever haben. Ja. Ja, erstmal ist das eine tolle Entwicklung unseres operativen Cashflows. Sind wir stolz drauf, finden wir super. Freut mich als Finanzer ganz besonders, dass viel Geld eintrudelt. Also der Hintergrund ist der, dass wir natürlich zum Jahresstichtag, wir haben immer, das haben wir in vielen Kapitalmarktkommunikationen ja immer wieder gesagt, dass das stärkste Quartal das vierte Quartal ist. Demnach hat das vierte Quartal auch den höchsten Forderungsbestand. Und wir haben sehr stark daran gearbeitet, auch unserem Forderungsmanagement ist nicht der alleinige Grund, aber auch da haben wir uns wesentlich verbessert in unserem Forderungsmanagement, dass da relativ schnell und viel das Geld eintrudelt und deswegen ist der starke Cashflow zustande gekommen. Da sind wir stolz drauf. Ja, und was uns natürlich auch geholfen hat, ist, dass wir die Bankanleihen verlängern konnten, die eigentlich Ende März 2020 fällig geworden sind. Die konnten wir verlängern um 2 Jahre bis Ende März 2022. All das hat dazu geführt, dass wir da einen guten operativen Cashflow hatten. Wenngleich natürlich die Wandelanleihen auch zum Finanzierungscashflow gehören, aber das hat natürlich insgesamt die Liquiditätssituation der Firma verbessert. Also zum Thema Maßnahmen, wir haben zum Anfang des Jahres ja auch kommuniziert, dass wir so eine ganze Reihe von strategischen Maßnahmen und Änderungen vorgenommen haben. So haben wir zum Beispiel sehr viel Wert in den letzten Monaten auf unseren Bereich Marketing und Vertrieb gelegt. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma das Marketing
jetzt komplett zentralisiert. Das heißt, wir haben ein übergreifendes Marketing sowohl für unsere Beratungsbereiche als auch für unsere Tochtergesellschaften Elastic.io und Salesforce, haben es auch personell aufgestockt mit der ganz klaren Zielsetzung, da einen höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen für unsere Marken eben als Elastic.io und Salesforce. Und das ist uns auch sehr gelungen. Und das kam natürlich auch genau rechtzeitig für die Pandemie. Das heißt, wir konnten das, was wir in die Wege initiiert haben, auch in den letzten Monaten weiter treiben, haben sehr offensives Marketing auch gemacht im Online-Bereich, haben zum Beispiel, um Detail zu nennen, in den letzten Monaten eine starke Webinarreihe zu verschiedensten Kernthemen aus unserem Bereich gemacht, die auch bei unseren Kunden sehr große Akzeptanz gefunden haben. Aber auch unseren Vertrieb haben wir geändert. Wir haben unseren Vertrieb auch, wir waren bisher immer jede Tochtergesellschaft, jede Lokation hat ihren eigenen Vertrieb gehabt. Wir haben jetzt für unseren wichtigsten Bereich oder umsatzmäßig wichtigsten Bereich Telekommunikation, haben wir jetzt einen Zentralvertrieb über alle Einheiten und betreuen unsere Telekommunikationskunden, die ja auch überregional sind logischerweise, von einer zentralen Vertriebseinheit, was auch zu starken Umsatzsteigerungen in diesem Bereich geführt hat. Ja, grundsätzlich haben wir diese Vertragsaufstockung schon damals im Kauf der Elastic.io mit den Gründern so vereinbart. Ja? Also die Basis für diese sukzessive Aufstockung, weil wir hatten ja schon 10% im Jahr 2019 erworben, wir haben jetzt wieder 4,9% erworben von der Elastic.io und wir werden nochmal nächstes Jahr die restlichen 10% erwerben, sodass uns 100% der Firma gehören. Das war damals schon die Idee beim Kauf der Elastic.io, dass wir die Gründer auf der einen Seite natürlich weiter motiviert halten, dass sie gucken, dass sie natürlich für ihre Anteile, restlichen Anteile, die sie an uns übergeben, möglichst Geld bekommen und dann eben einen inneren Wert der Anteile schaffen durch Performance der Gesellschaft. So, das war die eine Idee und die andere Idee natürlich, dass wir irgendwann der Volleigentümer der Firma werden wollten, weil wir an diese Firma glauben. Und das ist der Hintergrund dieses Investments, ja, dass wir an die Firma glauben und irgendwann dann, und die Kombination aus, dass wir an die Firma glauben, an das Produkt glauben, an den Markt glauben, aber eben auch die Gründer motiviert bei der Stange halten wollten, das war der Grund für die sukzessive Aufstockung der Elastic.io.